Herzlich willkommen zum Football Manager 2019. Beim letzten Mal haben wir das Vorbereitungsturnier gespielt gegen Aue und Groningen. Wir sind Dritter geworden. Wir haben mit der offensiveren Taktik gegen Aue zu Hause knapp verloren. Am Ende haben wir nochmal Druck entwickelt, als wir es ein bisschen verändert haben. Haben aber die erste Halbzeit richtig schlecht verteidigt. Dann gegen Groningen haben wir mit der Kontertaktik einen souveränen 2-0 Erfolg eingefahren, hochverdient. Das 2-0 war ein Konter par excellence. Ich bin zufrieden. Heute spielen wir das letzte Testspiel gegen Oberneuland und dann jetzt in der Liga los. Hier nochmal die Zusammenfassung. 2-0. Gucken wir nochmal an, wie die Spielerbewertungen so aussehen. Hier habe ich gewechselt. Ja, jetzt schauen wir nochmal, gucken wir nochmal auf den Kalender. Was hier. Wir spielen jetzt gegen Oberneuland, dann gegen Wien. Gleich eine englische Woche gegen Kaiserslautern, Hansa Rostock. Nicht so leichtes Programm, dann geht's nach Leverkusen. Wasburg, der Ligue-1-Teilnehmer, gewinnt den Pokal gegen Aue. Ich meine, Groningen war Ehren-Divisie-Team, also auch aus der ersten Liga, nur in Holland. Niederlande natürlich, ich sag immer Holland. Gegen Oberneuland nicht zu lange hinauszögern, fangen wir vielleicht heute sogar mit der Liga an. Mal gucken. Ist zumindest geplant. Ich weiß, was es da noch gibt vorher. Eigentlich wollte ich keinen Spieler. Marcel Zima ist jedoch ganz gut, aber der ist langsam und alt. Und zu teuer. Mario Poker. Sagt mir was. Mal ab, was da noch kommt. Kann jetzt hier noch schon im letzten Manager hatte, ansonsten habe ich ihn in dem 17er gehabt, was ich nicht online gespielt habe. Wenn Forderungen sind, wird aber nicht kommen, dann lassen wir es gleich. So viel zahle ich nicht, so viel kann ich auch nicht zahlen. Die jungen Spieler haben nicht gut trainiert. Wie Bär sieht, der sich an die Stammelf spielen will, ein bisschen was zeigen. Stickert hat dagegen gut trainiert. Lassen wir die Spieler auch wissen. Freuen die sich auch, wenn sie Feedback bekommen und sehen, ja, nicht nur selber, dass man in Sinn gut trainiert haben, sondern hat der Trainer auch gemerkt. Bin hier nebenbei noch ein bisschen am Knabbern. Ist gleich auf Arbeit. Frühstück gleich mal verbinden mit dem Aufnehmen. So. Marcelo möchte einen Vertrag unterschreiben, wie lange läuft es denn? Dann noch ein Jahr. Hat das jemand geglaubt, dass er jemand die Unsumme wieder lösen konnte? Hat sich schon dadurch gelöst, dass ich mit ihm geredet habe. Perfekt. Was würde er denn haben wollen, wenn ich ihm einen neuen Vertrag anbiete? Wie verdient er bisher 36,5? 42 geht. Das ist schon durch. Dann wird er wahrscheinlich eine Menge mehr haben. Nicht zusammenkommen.
wie gesagt, das Training wirklich den Assistenztrainern überlassen. Ich hoffe ja, dass wir dadurch nicht ins Hintertreffen geraten, weil zu wenig Kondition oder so trainiert wurde. Aber Marc Stein bleibt Kapitän. Ich bleib Stellvertreter, müssen wir nichts ändern. Vorsichtig, da das so richtig gut zugelegt steht, ist auch nicht falsch. Vielleicht macht es demnächst der Co-Trainer. Im Ligaspiel gegen Wiesbaden müssen wir mal gucken. Die waren letztes Jahr mein Vierter. Die knapp Karlsruhe ziehen lassen in die Relegation. Muss man nicht übertreiben. Wo haben wir es denn? Wettbewerbe. Also wir fangen ja an gegen... hier. Wiesbaden. Kaiserslautern und Rostock. Drei Teams, die potenziell besser als wir absichten werden. Machen sich unbedingt leichter. Dann Karl-Heimschick in Leverkusen. Auch nicht noch Sieg schreit. Jetzt müssen wir mit dem 4-2-2 anfangen, jetzt habe ich es ihnen gesagt. Da irgendwas anderes spielen zu lassen, würde mich ja einkriegen lassen. Kann ich nicht wollen. Er ist überhaupt noch fit. Machen wir es mal. Gucken, was jetzt so defensiv ist.
und Favorit. Also zeigt das wieder. Gucken erstmal weiter, Teile. Vielleicht gucken wir in der zweiten Halbzeit nur noch Schlüsselszenen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich will das Ligaspiel schon noch schaffen. Jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde mit einem Testspiel, wo man dann passen. Heute geht es nur noch mal darum, gleich einen guten Sieg zu erlangen. Bitte Ritti hätte ich rausnehmen sollen, um Kondition hochzuhalten. Schade. Immer wieder Standard von Graudenz. Heute anfängt. Bringt nichts für Dritt jetzt drauf zu lassen, ich brauche ihn als Schlüsselspieler am ersten Spieltag. Deswegen nehme ich ihn jetzt runter. Wenn das vielleicht nicht gefallen wird. Chancen über Chancen, aber keine Tore. Den Grauen sind immer wieder am ruhigen Ball, es ist halbwegs gefährlich, aber es fehlt noch der Punkt, dass man sagt, ja, Gegner zittert schon. Wir sind auch vierte Liga Oberneuland. Glaube ich im Norden, spielen glaube ich bei Bremen. Waren mal im DFB-Pokal zwei, drei Jahre richtig gut. Fertig ist rausgeschmissen. Jetzt da drin. Standard sind gut. Ist auch in der Liga wichtig sein. Und wieder löst sich, ob er zickert. Zickert sich die Aufmerksamkeit von auf sich. Wieder macht drei Schritte nach vorne, köpft ihn ein. Sehr schön. Machen wir gerne weiter Flur. Er macht ihn. Sehr schön. Wieder schnell und direkt gespielt. Machen wir ins 1 gegen 1 geschickt. Das soll er auch, lange Bälle. Er ist schnell, leider nicht nervenstärkst, aber bestimmt auch einige Bälle mal gern vergeben. Ball ist ein bisschen komisch, aber gut geht, habe ich nichts gesagt. Ich glaube, es ist gut, dass wir gegen die spielen für die Moral, sondern gegen Leipzig gespielt hätten. Die uns hier doch schon 2-3 eingeschenkt hätten. Wir haben, glaube ich, zwar nochmal eine 4-1-Klasse bekommen. Leipzig wahrscheinlich erst 2 Wochen Ligastart hat und dem sogar noch nicht ganz so fit wäre. Ganz gut aus.
Eichler ran heute. Ich leider eine Vorbereitung noch ohne Tor. Das war nicht seine Aufgabe. So schnell ich mit so wie ich das sehen, muss er querlegen. Schade, Posten. Kaiser will den Nachschuss auch nicht reinmachen. War eigentlich eine schlechte Schussposition, aber viel draus gemacht. Fette. Lenz trifft nicht. Wir haben gute Chancen auch weiterhin. Wir lassen uns jetzt mal nicht gehen nach einer 2-0 Führung zur Pause. Wir machen weiter gut Druck. Da noch mal ein Stück ordentlich bekommt. Weibliche Schiedsrichterin heute. Also lassen wir aber auch Chancen aus. Lars Bender muss raus, na perfekt. Wenn ich so ist ja auch rechtlich sowieso schon keine Spieler mehr haben. Da nicht fürs Ligaspiel aus, auch wenn Graudenz da in letzter Zeit guten Eindruck gemacht hat, wahrscheinlich spielen wird. Jetzt machen wir ja noch ein drittes. Wir pressen weniger als in der anderen Taktik. Deutlich weniger. So, wir haben nicht gespielt auf Panther. Das soll man nicht, wenn sie natürlich den Ball erpressen würden, wäre es gut. Aber die Taktik eigentlich nicht gewollt, da wir defensiv kompakt stehen. Wenn wir pressen, reißen wir den Block auseinander. Also das 2-0 heute war eigentlich eine Kopie des 2-0 gegen wir haben gespielt Koning. Ich weiß nicht, warum ich mal Luzern sage. So. War nochmal schlecht verteidigt. Völlig offen gestanden haben wir uns auspontern lassen. Das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Stopp ich nochmal ein bisschen.
dem Nichts kontern die uns aus. Hier gar nichts los, hier kommt der lange Ball, hier lösen sich, keiner geht wirklich ran. Die Elbe wird auch komplett vergessen. Was wäre es da von mir? Die wäre die 38. Holthaus, oder? Nee. Felix Geisler hat dann den Gegenspieler komplett aus den Augen gelassen. Jakob mit der schlechten Note. Spielt da mittlerweile auch in einer Position, die ihm überhaupt nicht liegt. Am Ende haben wir gewonnen. Hätte auch 4-0 ausgehen können statt 2-1. Ja, war da jetzt aber nicht mehr so gut. Mach nochmal. Ich bin klar, dass wir gegen Stärkling mehr zeigen müssen. Zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden. Ein bis zwei Tage. Kannst du uns auf der Bank sitzen gegen in Wiesbaden. Da sind die Testspiele rum. Kommt auch wieder. Mein Rücken drüben oft gefährlich. 4-4-2. Dann müssen wir einen 4-4-2 erwarten. Und nicht gut in der Lufttor. Hier habe ich kein gut Torhüter Lufttorheit, aber Flanken ist auch nicht unser Ziel. Geringe Aggressivität. Da wir hartes Tackling spielen, kann es sein, dass wir vielleicht über die Zweikämpfe unser Niveau ziehen. Das ist eigentlich immer auch das Ziel von hohen Mannschaften. Schlechten Mannschaften zum Beispiel durch schlechten Rasen, durch hartes Tackling den Gegner auf sein Niveau runterzuziehen und dann den Vorteil, den man hat, zu nutzen. Sitzung machen kann. Ja, gibt keinen Grund. Das hätte ich gesagt, einfach mal die Leute klar zu machen, dass die Vorbereitung vorbei ist und es jetzt um alles geht, aber die wollen nicht. Das Spiel will nicht. Sehr stark im Zentrum, ballen sich im Zehnerraum, das ist auch das, wo sich der Gegner von uns gerne ballt. Anfälligsten gegen 4-4-1-1. Da bin ich Mangelhoff zurückbewegt als passender Stürmer, haben wir ungefähr so eine Formation. Ich schieße gerne direkt. Hecken wir meistens an den Meterpunkt geschlagen.
bisher in den Testspielen gespielt. Mal gucken. 5 Testspiele, 4-mal gewonnen, 1-mal verloren. Das letzte verloren. Das waren aber alles unterklassige Gegner. Wir ja in 7 Testspielen 4-mal gewonnen, 1-mal unentschieden und 2-mal verloren. Da waren auch mit Aue und Magdeburg Jörgers. Auftakt macht Braunschweig gegen 68, Absteiger gegen Aufsteiger. 0-0. Sie hat wieder gut trainiert. Man sollte nicht so viel spielen. Sehr schön. Ja, ich weiß nur, dass du sehr teuer bist, wenn ich dir noch frage, an dir. Das kann ich mir jetzt leider nicht leisten. Es gibt gar keine Pressekonferenz, sonst gibt es eine Pressekonferenz vom ersten Test-Ligaspiel heute nicht, okay. So, wir spielen natürlich in diesem System. Wir können anscheinend wieder 12 Leute auf die Bank setzen, das ist interessant. Ich lasse Graudenz und Viteridi heute spielen. Marcello zusammen mit Tim Kruse. Wenn ich glaube, ich nicht sicher bin, dass die anders hingestanden haben. Schlüter spielt Holthaus. Rechts bleibt Starzef. Mastubila und Stanese in der Zentralen. Graudenz ist gut für Standard. Wenn ich gar nicht weiß warum. Kann denn Lars Bender das? Ein bisschen besser. Dann lasse ich Graudenz da heute spielen. Der hat sich im letzten Test wieder vorgetan. Kommt da seine Belohnung? Bahn, Braut, Knechtel, ein bisschen sortieren, Max Stein, Baude, Schlüter, Zickert, Bender, Jakob, Geisner. Ich kann vergessen. Das nächste Spiel wird auch mal eine Option, wir bleiben jetzt auch bei Tim Kruse. Gehen wir mal auf die Bank. Jetzt sind wir mit auf die Bank und
Also können wir ins erste Ligaspiel gehen. Haftus Balch, Fabian Holter aus. José Matubina, Danis Danese, Anthony Starze, Marcelo de Freitas Costas, Tim Kruse, Fabian Graudenz, Fabio Derellini mit der Rangelauf und Zitrini Mamba. Mindestens vier deutsche U23-Spieler. Bin nämlich doch Felix Geisler statt Jakob mit. Doch vier. Habe ich nur 7 Wechsler. Eigentlich habe ich immer nur 7 Wechsler, seitdem sich das geändert hat. Wie komme ich das denn jetzt weg hier? So, hier maximal 7 Spieler steht ja hier. Muss ich ein paar Jugendspieler mit auf die Bank setzen? Mit Spalch habe ich einen in der Startelf. Oh ja, Sieg würde ich gerne als Stürmer mitnehmen. Als Ersatzspieler. Sickert, Geisler und BA7 nehme ich dann mit. Nehme ich Baude mit oder nehme ich Schlüter mit? Bin ja nicht fit von den beiden. Ich nehme Baude mit. Lars Bender. Wenn ich solche Restriktionen hasse. Was geht's? Eigentlich wäre ganz gut, damit wir auch junge deutsche Spieler fördern. Kann ich da nochmal so meinen Quader vielleicht auch nochmal anpassen. Jetzt Rivero bei denen, den Schlüssel der Schützenspieler, bei mir Rangelauf. Wir können die erste Halbzeit mal umfassend schauen, um uns anzugucken, wie es läuft. Dann hätte ich auch schießen können. Aber wir gucken mal weiter. Viel später umfassend, wenn es spannend ist. Freistoß. Der Mrowka hier bei. Wo ist er denn? Da waren wir bei Cottbus in der Abstiegssaison. Bastian Mrowka. Genau. Letztes Jahr in der zweiten Liga. Schön nachgesetzt, Holthaus. Mamba blockt den Erschuss des eigenen Mannes. Heute ist Heimsieg eigentlich Pflicht.
Wenn wir die obere Tabellenletzte wollen, müssen wir zu Hause auf jeden Fall gewinnen. Unsere 5 oder 6 Punkte möchte ich aus den ersten 3 Spielen haben, weil wir 2 Heimspiele haben. Gegen Leverkusen rechne ich mir gar nichts aus. In Lautern ist vielleicht wie gegen Magdeburg mit so einem guten Spiel 0-0 drin. Mal gucken. Warten lassen ab, wie es heute läuft. Vorbereitung war eigentlich ganz okay. Ah, schade. Der Gerät hier war auch mal bei Cottbus. Anderer Kyrie und jetzt liegen wir hinten, aber es gibt Abseits. Den spielt übrigens Scheffler, der Favorit auf den Torschützenkönig gepostet. So. Okay, das war eine klare Sache. Aber das Abseits kam auch nur zustande, weil die ja natürlich. Da wollte ja nicht schießen, der Mockenhaupt und nicht flanken. Dann wurde geblockt und dann Abseitsfalle hat funktioniert beim Freistoß. Souverän. Läuft 15 Meter und dann schießt er leider weit vorbei. Schönes Tackling. Jetzt machen wir dich alleine weiter vor. Schlechter Ball. Das ist ein bisschen realistischer als beim 16er spielen, das heißt Spieler, die im Training beim Testspielen überzeugen. Oder auch in Liga spielen, die dürfen auch spielen. Was ist denn das? Och Leute. So ein billiges Tor. Dann hält Spatsch den nicht. Der wird gleich das Tor schießen. Nicht wirklich gedeckt. Kann er sich lösen? Selbst schon auf Abseits gespielt wird, dazu schläft. Dann kommt man nicht mehr rechtzeitig hin, dann ist er völlig frei. Ist kurz im Winkel. Spike lässt ihn rein. Jetzt schütteln wir uns mal, dann machen wir ein bisschen mehr. Jetzt sind gleich mal die grundlegende Aufstellung. Das ist ängstlich. Perfekt. Schon jetzt mal bis zur Halbzeit. Dass den Gegner ein bisschen verwirren kann. Danach wechseln wir zurück. Ich gebe ihm Angst.
fand jetzt bis zum Gegentor eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber dieser lange Ball war natürlich tödlich. Dann ist unsere Abwehr einfach zu langsam. Sie stand ja nicht besonders hoch, aber wenn so ein langer Ball durch ein schlechtes Stellungsspiel durchkommt, dann kommen wir nicht mehr hinterher. Ja, da muss er natürlich querlegen. Lange Luft. Ich weiß es doch. Oh nee. Bitte. Kann der denn nicht reingehen? Großchance Holthaus. Hier blockt noch der eigentlich, hier blockt noch Marcelo oder so. Und dann holt Kolke den raus. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist der Unterschied. Sowas holt Kolke raus. Und lässt Ball so Ball aus kurzer Distanz aus der kurzen Ecke rein. Und noch Kopfball. Jetzt gesondert zur Schnecke zu machen. Ne, das machen wir nicht. Ins Auswechseln. Er kann Kruse sehr antreiben. Chance halt nicht genutzt. Wie vorhin, wir haben wieder auf Abseits gespielt, hat wieder geklappt. Klare Sache. Deswegen hat mich eigentlich gar nicht aufgeregt, weil es offensichtlich war. Wenn wir weiter uns Chancen spielen, wird schon irgendwann einer reingehen, den hoffe ich. Wir sind auch mal Großchancen gespielt. Sind wir in guter Position? Hatte ich dabei kläglich weggeschenkt. Und dann wird kopflos geschossen. Damit erhöhen wir nur unsere Anzahl an geblockten Bällen. Spielt das mal ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob das auch gleichzeitig was an der Einstellung bewirkt, wenn ich sage, spiel ruhig, ob der dann das Tempo runtersetzt. Beziehungsweise die Dynamik verringert. Wieder kommen wir nicht hinterher. Jetzt holt Barc den super raus. Also ich wieder hier so ein Ball. Beginnt bei einem Einwurf. Mamba, Marcelo schläft, Mofka und Tichavero. Jetzt wird der Ball lang geschlagen. Der entwischt den Gegenspielern. Und mit Verteidigung auch einfach zu langsam sind.
wiederkommen. Nach Standard sind wir gut gefährlich, aber wir machen zu wenig draus. Wir kommen dann doch immer nur in geblockten Abschlüssen. Wieder geblockt. Die verbarrikadieren den Strafraum, aber wir stehen relativ gut. Dass jetzt immer mal einer durchrutscht, ja, das ist klar. Holthaus ist schlecht, Rangloch auf der Position wahrscheinlich verschenkt. Bänder für Mamba. Da alles nach vorn. Marcelo dribbelt sich aus einem guten Raum, bleibt dann stehen. Oh, kriegt er rot. Raus die Sau, gelbe Karte, rote Karte, raus die Sau. Was? Siri, der hat schon gelb. Richtig Alarm. Rangelok muss raus, nicht böse. Ob wir das können oder nicht, ist egal. Wieder Freistoß. Oh, langsam wird's bitter. Freistöße und Ecken. Irgendwann muss doch mal eine zum Erfolg führen, so viele wie wir haben. Oh, Kruse, du stehst doch in einer guten Position. Du bist, dass man die Innenverteidiger aufrücken lässt. Bitter, 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 was wir heute wieder. Wenn wir ihn lassen, sonst hätte ich nicht zu 100%igen Chancen kommen, aber das sind auch keine Nicht-Chancen. Vor allen Dingen die Standards, wo wir immer wieder geblockt werden, aber was wir hier draus machen, sehr, sehr bitter. Verlieren wir das tatsächlich? Keiner weiß warum. Morgen ist Training, das sag ich euch. Das war schlecht. Unglücklich, unnötig. Lassen wir es mal dabei.
ja auch angelaufen, ich mache Pause. Jetzt nicht jetzt die Spieler zu verheizen am Saisonanfang. Gut, Leute, das war's. Beim nächsten Mal wird's hoffentlich ein bisschen besser. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.